Salzburger Filmproduktion setzt auf E-Mobilität. Mit App seit 1. Mai transparent laden, neues Tarifmodell für E-Autos und die Energieberatung der Salzburger AG zeigt Ihnen, wie Sie den Kühlschrank schnell und effizient abtauen. Das sind die aktuellen Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger AG Magazin. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, muss der gesamte Verkehr bis spätestens 2050 ohne fossile Energieträger auskommen. E-Autos bewegen etwas für die Umwelt, ist sich eine Salzburger Filmfirma sicher. Wir haben Manuel Eder von Attic Film Salzburg besucht. Manuel Eder ist der CEO von Attic Film Salzburg. Er und sein Team haben sich auf die Produktion von Imagefilmen im Bereich Lifestyle und Trendprodukte, aber auch Autos und Motorräder spezialisiert. Da liegt es nahe, dass er zu den geschätzten 22.000 begeisterten E-Autofahrern Österreichs gehört. Für mich war es einmal das digitale Fahren, das neue Fahren und speziell die Erfahrungen, die neuen Erfahrungen, was man damit machen kann. Und diese sind extrem spannend. Also man lernt extrem viel dazu. Und wie schlägt sie sich im Alltag? Meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Seit dem Jahr 2015 nehmen die Verkaufszahlen bei E-Autos jährlich um 4.000 Autos zu. Trotzdem sind das nur 2% der Neuzulassungen in Österreich. Die Umstellung vom Verbrenner auf das E-Auto war für Eder schon eine sehr spezielle Erfahrung, zumal auch das Tankverhalten ein anderes ist. Also mit den Pausen, das kommt immer auf die Vorbereitung drauf an. Was weiß ich heute, was ich morgen machen muss? Morgen bin ich zum Beispiel in Wien. Dann sollte ich heute relativ voll sein, dann kann ich auch eine Fahrt ohne Zwischenladung schaffen. Wenn ich in den 3 Stunden, die ich im Auto verbringe, einmal bei der Hälfte kurz, zum Beispiel in St. Valentin, stehen bleibe, für 10 Minuten oder 20 Minuten, dann schadet es mir auch nicht. Und in Wien stelle ich mich dann, je nachdem, wo ich arbeiten muss, bin ich längerfristig dort oder nur für einen halben Tag, stelle ich mich hin und lade, während ich arbeite. Aber nicht nur Strecken zwischen Salzburg und Wien gehen sich wunderbar aus, sondern auch schon getestete Lang- und Urlaubsstrecken in Europa. Also ich bin schon, wie gesagt, Langstrecken nach Dortmund hochgefahren, dazwischen Frankfurt Flughafen, weggeflogen, zurück, also oder direkt in die Schweiz, auch mitten in die Schweiz, über Alpen bis hin nach Milano, Italien und ja, in den Osten auch relativ weit mit Budapest zum Beispiel. Wer jetzt Angst hat, dass es zu wenig Lademöglichkeiten gibt, den können wir mittlerweile beruhigen. Die Salzburg AG hat derzeit etwa 100 Ladestationen im Bundesland Salzburg. Fast ein Drittel der 119 Salzburger Gemeinden hat bereits ebenfalls eine. Auch das Netz der Schnellladestationen wird weiterhin ausgebaut. Strom zum Laden gibt es aber auch für zu Hause oder fürs Büro. Gerade im Thema zu Hause, es ist natürlich am angenehmsten mit einer Wallbox. Wo ich quasi immer die notwendige Reichweite habe, dass ich quasi meinen Tagesschnitt halten kann. Also ich erreiche meine Ziele, was ich am nächsten Tag vorhabe. Und das ist natürlich sehr praktisch. Genauso praktisch, wie das Auto zum Beispiel auch selbst ausparken kann. Aber keine Sorge, es würde, sobald ich davor gehe, kann es hier steuern, sobald ich davor gehe, stoppen. Kommen wir aber zurück zur Ladeinfrastruktur. Auch über die Möglichkeit einer eigenen Wallbox für zu Hause oder fürs Büro beraten Sie die Experten der Salzburger AG gerne. Die Infos dazu finden Sie auf www.salzburg-ag.at. Wir bleiben auch gleich bei der Elektromobilität und stellen Ihnen jetzt unsere neue App für transparentes Laden an der Ladestation vor. Die App gibt es übrigens seit dem 1. Mai in allen App Stores zum Download. Hallo, mein Name ist Peter Berger, ich bin von der Salzburger AG und ich würde euch heute gerne die neue App vorstellen von uns, die Stromladen-App, mit der man Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen starten kann und bezahlen kann. Los geht's! So, wir waren jetzt eine Zeit unterwegs und werden uns jetzt eine Ladestation suchen zum Laden. Das können wir machen entweder über die App am Handy vorab oder unterwegs im Auto direkt über das Navigationssystem vom Auto. Wir sind jetzt an der Ladestation der Salzburger AG und werden jetzt den Ladevorgang mit der App starten.
So, und wir starten jetzt den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu starten, können wir entweder im Stationsfinder oder in der Stationsliste die Ladestation auswählen oder direkt den QR-Code am Ladepunkt abscannen. Wenn der richtige Ladepunkt ausgewählt ist, dann sieht man direkt in der App die Preise, was der Ladevorgang kosten wird. Ein Klick auf Start genügt und der Ladevorgang startet. Die Abrechnung erfolgt minutengenau und kann entweder direkt über die App oder am Fahrzeug beendet werden. So, ich wünsche viel Spaß mit der App Stromladen. Sie ist für Android und iOS in die App Stores verfügbar. Wir kommen jetzt zur Freizeitgestaltung und machen mit Ihnen einen Ausflug zum Wolfgangsee, wo Schiff und Bahn wieder volle Fahrt aufgenommen haben. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Oder Sie fahren gemeinsam mit Freunden oder Familie auf den Schafberg. Direkt von der Anlegestelle St. Wolfgang-Schafbergbahn können Sie mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf den Berg fahren. Die Fahrt ist imposant. Außerdem genießen Sie einen traumhaft schönen Ausblick über den Wolfgangsee. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie bei der Haltestelle Schafbergalm aussteigen, um auf die Spitze zu wandern. Andererseits können Sie gemütlich bis zur Bergstation auf 1732 Metern Seehöhe fahren. Von dort führt ein kurzer Weg bis zum Hotel Schafbergspitze, übrigens das älteste Berghotel Österreichs. Hier haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Wolfgangsee, Mondsee, Attersee und Traunsee und einen herrlichen Rundblick von Böhmerwald bis zu den Alpen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Alle Informationen zu Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt finden Sie übrigens auch im Internet. Aber wer lieber rund um die Stadt Salzburg unterwegs ist, der kann zum Beispiel mit dem Aalbus bequem auf den Gaisberg fahren. Vom Gaisberg jetzt in die eigenen vier Wände, genauer gesagt in die Küche. Die Energieberatung der Salzburg AG hat hier nützliche Tipps für Sie. So geht es diesmal zum Beispiel um das Abtauen des Kühlschranks. Eine eher unbeliebte Arbeit, wir zeigen Ihnen aber, wie schnell funktioniert. Heute möchte ich Ihnen erklären, wie man in einer Viertelstunde einen Kühlschrank abtauen kann. Wir brauchen dazu ein Wasser. Wir haben hier den Topf, da füllen wir mal Wasser rein und machen das Wasser heiß. Es genügt, wenn der Topf halb voll ist. In der Zwischenzeit können wir schon den Kühlschrank ausschalten und ausräumen. Nachdem der Kühlschrank ausgeschaltet ist, wird das Gefrierfach ausgeräumt und in eine Box gegeben. So, mittlerweile ist das Wasser schon warm. Da können wir ausschalten und das Wasser Richtung Kühlschrank geben. Wichtig, wenn wir den Topf hineinlegen, ist, dass wir unten eine Unterlage haben, dass der Topf nicht auf einer Glasplatte oder direkt am Plastik drauf liegt. Dann kommt der Topf rein, Deckel runter und für 5 Minuten zugemacht. So, jetzt schauen wir mal nach, was da los ist. Schauen wir, die Tropfen hängen, da ist noch ein bisschen Eis. Das kriegt man aber ganz gut mit dem Finger weg. Den Topf geben wir jetzt raus. Nachdem wir das Gefrierfach trocken gewischt haben, sind wir eigentlich schon wieder fertig und können mit dem Einräumen beginnen. Nach ca. 2-3 Stunden sollten wir aber unbedingt die Temperatur kontrollieren. Das kann passieren mit einem herkömmlichen Thermometer, den man einfach einmal in den Gefrierteil und einmal in den Kühlteil legt, oder mit so Kühlschrankthermometern, die man
permanent reinhängen kann. Was ich sehr praktisch finde, das sind handelsübliche Wetterstationen mit einem Innen- und einem Außenfüller. Der zeichnet Maximum und Minimum auf, den lasse ich dann für die nächsten 24 Stunden drinnen, lege diesen Außenteil in das Gefrierfach und den Innenteil stelle ich im Kühlfach auf. Dann habe ich die exakte Temperatur, weil ein Kühlschrank pendelt ja immer von der Temperatur her und das wird dann mit dem Minimum Maximum erfasst. Zuletzt nur der Tipp, die Kühlschrankdichtungen zu prüfen. Geht ganz einfach mit einem Blatt Papier. Man gibt das Blatt Papier dazwischen und schaut, ob sich das dann schwer oder leicht rausgeben lässt bei den Dichtungen. So, das wär's. Damit hätten wir jetzt den Kühlschrank innerhalb von einer Viertelstunde abgetaut. Das war das Salzburger Magazin. Alle Beiträge finden Sie übrigens auch auf unserer Website und im YouTube-Kanal der Salzburger AG.